Willst du mal deinen Bäcker so richtig nerven? Dann frag ihn doch einfach mal das nächste Mal, wenn du Semmeln oder Brezen holst, ob er Insektenmehl nutzt. Da wird er sich sicher freuen. Da bin ich mir sicher. Wie auch Frau Müller. Dass die Leute sofort beim ersten Reinkommen hier am ersten Tag gefragt haben, ob das bei uns dran ist. Das muss anscheinend ein sehr großes Thema sein, dass man sowas nicht möchte. Weil die waren alle nicht dafür. Wie viele Leute haben da so gefragt? Oh, das war fast jeder Kunde, der gekommen ist. Oh ja, so sieht Freude aus, Leute. Ha? Ach so, ja. Also, Schrippen, Weckerl, Brötchen, you call it, schon klar, ne? Gilt alles. Auf jeden Fall ist diese Frage seit einigen Wochen mit das Lustigste, was man beim Bäcker fragen kann. Weil sie einfach nur noch müde sind, die Leute, von all den Kunden, die mit diesem Thema zu ihnen kommen. Denn nachdem Schwurbler jetzt keine Angst mehr vor dem Erstickungstod oder den bösen Masken haben müssen, sie ihre unsterbliche Liebe zu Russland bereits verkündet haben und der Sturz der Diktatur in Deutschland, ja, nur noch eine Frage der Zeit ist, haben sie jetzt große Angst vor Insekten. Hintergrund ist die Einführung von zwei weiteren Insektenarten im Januar 2023 als allgemeines Lebensmittel hier in Europa. Inzwischen gibt es in Europa damit Mehlkäfer, Wanderheuschrecken, Hausgrillen und Larven des Getreideschimmelkäfers als Lebensmittel im Angebot. Und eine gewisse Gruppe im Internet reagierte darauf so. Alarm! Alarm! Immer wieder gut. Aber gut, wo waren wir? Genau, Insekten. Seit Januar 2023 sind nun einige Schwurbler in höchstem Alarmzustand und haben Angst davor, dass bald in Deutschland nur noch Insekten auf dem Teller landen werden. Natürlich heimlich ins Essen gemischt. Und sie verteilen unter anderem eine sogenannte Blacklist, die vor Insekten im Essen warnt. Auf Telegram hat dieser Blacklist-Kanal inzwischen fast 40.000 Follower. Die Beschreibungen liest sich wie folgt. Hallo alle zusammen. Hier entsteht eine Liste von Produkten, in denen Insekten beigemischt werden. Ja, und dann lädt man sich anschließend die aktuelle Version der Liste herunter und möchte nun endlich erfahren, wo heimlich Mehlwürmer im Kuchen landen, Heuschrecken im Ei stecken und die Larven aus den Semmeln spitzeln. Und man wird sofort enttäuscht. Denn die sogenannte Insekten-Lebensmittel-Blacklist ist eine ziemliche Luftnummer. Sie beschränkt sich nämlich auf zwei Zutaten von der sogenannten E-Liste. Diese Liste ist für Lebensmittelzusatzstoffe, die in der EU zugelassen sind. Und es geht um die E-Nummern 120 und 904. Dahinter versteckt sich Karmin und Shellac. Beide Stoffe werden aus Insekten bzw. durch Insekten gewonnen. Karmin, besser gesagt echtes Karmin, ist ein Farbstoff, der aus Schildläusen gewonnen wird, die dafür ausgekocht werden. Ja, also das ist nicht wirklich vegan. Findet auch Peter scheiße, wie sie in ihrem Artikel auf ihrer Homepage am 30. Januar 2023 schreiben. Zugelassen ist der Farbstoff europaweit einheitlich, jedoch bereits seit dem Jahr 2009. Shellac wiederum hat eine noch längere Geschichte und begeisterte schon in den 1890er Jahren Musikfans, als die ersten Shellac-Schallplatten auf den Markt kamen. In einer Zeit, in der die Materialwissenschaft erst am Anfang stand, sogenannte Kunststoffe zu entwickeln, galt Shellac als extrem wertvolles Mittel zur Oberflächenversiegelung und als Bindemittel. Seit 1998 ist es in Europa auch als Mittel zum Wachsen von Lebensmitteln als E904 zugelassen und gilt als unbedenklich, übrigens genau wie Karmin. Und jeder von uns hat sicherlich schon mal davon gegessen, egal ob man mal glänzendes Obst aus dem Supermarkt mitgenommen hat, was damit überzogen war, oder zum Beispiel einfach in Form von Schokobons. Gewonnen wird Shellac vor allem in Indien und Thailand, wo die Lackläuse heimisch sind. Und Shellac ist die Absonderung dieser Insekten, wenn sie den Saft von Bäumen wie dem der Pappelfeige trinken. Oder anders gesagt, das ist Insektenkot, welcher nach und nach gereinigt wird, bis er Lebensmittelstandards erfüllt. Okay. Also, E120 und E904 sind, wie wir jetzt wissen, zwei Stoffe, die aus Insekten gewonnen werden. Am Ende sind es aber eben einfache Pulver und Stoffe, die dazugegeben werden. Da wird kein Käfer genommen, gemahlen und dann ins Essen gestreut. Und beide Zusatzstoffe sind schon seit sehr langer Zeit zugelassen und werden in der Nahrungsmittelindustrie schon lange genutzt. Und die letzten 10 bis 15 Jahre
hat es eigentlich niemanden interessiert. Auf jeden Fall sind echtes Kamin und Shellac weit verbreitet und seit Jahren ein Teil der Industrie. Daher ist es auch nicht schwierig, diese Stoffe zu finden, weil sie ganz regulär eben auf Verpackungen mit angegeben werden. Das Einzige, was sich geändert hat, ist das mit der Einführung von Insekten als Lebensmittel und nicht nur als Zusatzstoffe. Die Berichterstattung sich eben auf dieses Thema richtig übel gestürzt hat und für kurze Zeit war dieses Thema Insekten im Essen omnipräsent. Reichlich Protein gut zu verarbeiten und vergleichsweise ressourcenschonend herzustellen. Das klingt wie die perfekte Lösung für die globale Versorgung mit Lebensmitteln. Doch alleine bei dem Gedanken daran, dass dieses Nahrungswunder aus Insekten hergestellt wird, dürfte so manchem wohl der Appetit vergehen. Dabei sind Grillen, Käfer und Würmer weltweit durchaus schon auf vielen Tellern zu finden. Europa zieht inzwischen nach und erlaubt zunehmend die Verarbeitung von Insekten in Lebensmitteln. Ja? Das war im Januar 2023. Und wollt ihr wissen, wann die Telegram-Gruppe, die Angst vor E120 und E904 macht, gegründet wurde? Genau, am 30. Januar 2023. Und seitdem posten sie da fleißig Produkte, die angeblich voll sind von Insektenlebensmitteln. Und dann reagieren die Leute darauf fleißig mit Kotz-Emotes, weil jetzt auf einmal alles anders ist. Also eigentlich nicht. Aber das ist eben das Internet, wo Menschen mit nahezu keiner Medienkompetenz und auch sonst offensichtlichen Defiziten zusammenfinden, um gemeinsam gegen etwas zu sein, was nicht in ihr egoistisches Weltbild passt. Und für viele ist eben Insekten gleich ekelhaft. Weiter denken die nicht. Müssen sie auch nicht, weil dieses Bild zu verbreiten reicht, um die bei einer dauerempörten und sich stets unterdrückt fühlende Minderheit die richtigen Knöpfe zu drücken. Populismus ist eben am Ende des Tages verdammt einfach. Und dabei ist das Thema Insekten als Lebensmittel eigentlich extrem interessant. Immerhin bietet diese Option durchaus viele Vorteile. Mit ihnen lässt sich Nahrung für sehr viele Menschen und Tiere erzeugen und das auf extrem geringem Raum und mit einem deutlich reduzierten Ressourceneinsatz. Oder anders gesagt, mehr Menschen könnten mit weniger Aufwand irgendwann mal satt werden davon. Und auch als Futtermittel können die Krabbeltiere Großes in der Landwirtschaft bewegen. Einer der großen Vorreiter in diesem Bereich ist übrigens die Firma Winsect aus Frankreich, die sich in ihrem Imagefilm so vorstellt. We have developed a vertical farm concept, which allows us to cultivate our beetle larvae in a zero-waste circular economy model. Our motto, no impact, big impact. We use innovative proprietary technologies protected by 300 patents to develop our vertical farms, allowing us to breed our insects with low surface impact and a negative carbon and water footprints. Ja, komischer Name, aber irgendwie schon cool. Kein Müll, der in die Natur abgegeben wird. Grundwasserschonende Verfahren und es wird mehr CO2 gebunden als ausgestoßen. Das alles unterstützt mit Robotern und KI-Technologie, um maximalen Ertrag zu erzeugen. Auf diese Art Nahrung, Dünger und Futtermittel herzustellen, ist ohne Zweifel ein Weg in die Zukunft. Einzig und allein die Tatsache, dass man hier eben nicht von Huhn, Rind oder Schwein spricht, sondern ja, von denen hier, das ist halt noch ein großes Thema. Und ehrlich gesagt, auch für mich noch immer mit Ekel verbunden. Zwar habe ich in Asien schon Skorpione und frittierte Maden gegessen, aber ehrlich gesagt waren das immer Mutproben. Aber das hat jetzt gar nicht so viel damit zu tun, dass irgendwelche Menschen im Internet rumspringen oder auf Telegram Kotz-Smileys verteilen, wenn sie ein Produkt sehen, wo seit 10 Jahren E-Nummern 120 und 904 drin sind. Sondern hier geht es dann um ganz bewusste Produkte, ja wie sowas hier. Und mal ehrlich, auch wenn es mich reizen würde, das zu probieren, mit dem Preis. Sorry, nein. Und das gleiche ist auch der Grund, warum ihr sehr, sehr sicher beim Bäcker nicht heimlich Insektenmehl untergeschoben bekommen werdet. Denn oft kostet schon ein halbes Kilo von dem Mehl mehr als 25 Euro. Reguläres Weizenmehl dagegen kostet ungefähr 1 Euro das Kilo. Und selbst wenn ein Bäcker sich dazu entscheiden würde, für eine Semmel Insektentraum finanziell Haus und Hof zu riskieren, wäre es immer noch verboten, heimlich Zutaten unterzumischen. Ja, oder anders gesagt, wer also niemandem mehr traut, überall Verschwörungen und geheime Mächte wittert, die uns alle lenken, der sollte zumindest auf eine Konstante des Universums bauen. Unternehmen und Konzerne werden immer sparen und immer maximalen Profit im Auge haben. Wahrscheinlicher ist es, dass euch irgendwann mal teure Insektensemmeln angeboten werden und da gar keine Insekten drin sind, sondern nur billiges Weizenmehl. Skandal!
Also, liebe Schwurbler, Insekten sind aktuell noch immer ein Luxusprodukt, wie es lange vegane Lebensmittel waren und teilweise noch immer heute sind. Und nur die wenigsten können es sich heute schon leisten, bewusst auf Insekten zu hauen. Restliche Pöbel von uns wird noch viele Jahre leider nahezu käferfrei. Ja, leider über die Runden kommen müssen. Aber für ein bisschen Aufregung unter Schwurblern, da reicht eben auch eine Liste mit Zusatzstoffen. Hast du schon einmal bewusst Insekten bestellt und gegessen? Hast du schon mal damit gekocht? Schreib mir bitte einen Kommentar. Vielleicht probieren wir ja mal zusammen hier in einem Livestream oder in einem Video auch mal sowas aus. Fände ich auf jeden Fall spannend. Oder du hast sogar ein Restaurant und willst gerne mal das Ganze öffentlicher vorstellen, das Thema. Fände ich auch super spannend. Danke auf jeden Fall jetzt mal fürs Zusehen. Und wie immer gilt, Like, Abo und viel Liebe dalassen war noch nie hier unerwünscht. Und für alle, die jetzt gleich weiterschauen wollen, habe ich euch hier ein anderes Ernährungsthema mal ausgesucht, mitgebracht. In dem Video geht es über die militante Veganerin. Schaut da gerne auch mal rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Wir sehen uns bald wieder. Bleibt untot. Euer Wolfi, und ich hoffe, der Ton war jetzt mal wieder besser mit Mikrofonarm. Ich hoffe es zumindest. Okay, bye bye.